Lichter der Stadt. Willkommen in New Rochelle. Heute fahren Sie einen Zug in Richtung Süden zu einer seiner Endhaltestelle in New York Penn bringen. Heute werden Sie ein... Ach Gott. Ich mal lesen kann ich es, aber wann habe ich denn jetzt hier eine... Okay. Bewegen wir uns mal zu Gleis 4. Oh. Gibt nichts zu entdecken. So, Richtungswende auf vorwärts. Und wahrscheinlich die Türen entriegeln. Ich bin verwirrt, ich hab mich gar nicht verbrannt. Oder länger als neulich hier. Wie auch immer. Oh. Vielleicht soll ich es auch wieder verriegeln. Zur Abfahrt. Und ein kurzes Stück geht's jetzt nach New York Penn. Kein Zwischenstopp, einfach durchfahren. Vielleicht finden wir noch einen besseren Momentaufnahme. Aber zum aktuellen Moment wird das erstmal diese bleiben. Wie schön. Oh. Dann halt auch eher 80 Meilen. Also 80 Miles per Hour. Okay, wofür auch immer jetzt gerade hier die Geschwindigkeitsreduzierung war. Warum auch immer in einer Meile wahrscheinlich Spurwechsel oder so.
Schiefer unlocked ACS 64 City Sprinter. Okay. Was auch immer ich jetzt neu gemacht habe. Genau, meint wir mal so ein neues Foto, glaube ich. Aber es gibt so viele Knöpfe und Tasten, da muss es doch irgendwo hier auch was geben, hier mit dem. Für die Türen. Aber ich habe es noch nicht gefunden. Oder es gibt halt überraschenderweise wirklich nichts. Hin und her wieder. Ab durch den Baum. Jetzt erstmal hier bei den ganzen Fabriken vorbei. Zwei ganzen Lagerhallen. Ich finde das echt schön gemacht. Also, gar keine Frage. Cap Signal Aspect. Funktioniert das? Natürlich nur Deko. Aber ich glaube, es gibt ja Cruise Control. Irgendwas sowas in der Richtung. Ich habe noch so viele Szenarien abzuschließen. Jetzt ist das Rapid Transit DLC in und um Leipzig rum. Also das einzige, was ich komplett abgeschossen habe, alle Missionen. Ah, mir wird wieder warm. Ja, warum haben wir denn? Och, nur 29 Grad, ist ja gemütlich. Wo man merkt, Raumtemperaturen, obwohl die Sonne erst rumkommt. Ich sollte mich vielleicht angewöhnen, dass ich erstmal nur ein gewisses Szenario. Ach, gewisses Strecken-DLC mit den ganzen Szenarien beliefert, damit ich mich nicht allzu sehr umstellen muss, was jetzt die Signale und so betrifft. Dass ich vielleicht auch ein bisschen mehr auf Signale fahre. So gut es halt geht, hä? PZB und SIFO und so ein Kram oder ganz andere Systeme, die werde ich bestimmt auch irgendwann mal nutzen. Allerdings nicht in den ganzen Szenarien, sondern noch eher in der freien Fahrt, sage ich es mal.
schön eine Kurve legen. Das ist ein bisschen, ich bin echt warm geworden. Ich merke schon, ich muss. Wenn ich irgendwas aufnehmen will, dann muss ich das echt früh morgens machen. Also aufstehen, vielleicht was zu trinken machen, was zu essen und dann ab dafür. Anders ist das schon gar nicht möglich. Ist bei solchen besonders erwärmenden Spielen, sage ich jetzt mal, wo die Grafik wirklich aufwendig ist. Sag ich jetzt einfach zumindest mal. Ich meine, in Spitzen tue ich sowieso den ganzen Tag. Aber so Sachen wie jetzt Dingens. Transport wie wurde, so wenn ich da mal demnächst den ganzen Plan umsetzen werde, dann kann ich das auch etwas länger machen. Wie genau ich das mache, muss ich aber selber nochmal gucken. Es hat mal so funktioniert, wie ich es jetzt im Endeffekt planen musste. Aber ob es immer noch so funktioniert, ist dann natürlich eine andere Frage. Ne? Hier wäre natürlich auch ein Schnappschuss gar nicht so verkehrt, aber. Wir wollen nicht übertreiben. Bergauf, interessant. Hätte ich jetzt nicht wirklich als Bergauffahrt erkannt. Wobei es da mit dem Projekt von Transport wäre halt auch eher so ein Stop-and-Go-Ding ist. Also ist wahrscheinlich eher immer mal so ein bisschen. Immer so 2-Stunden-Ding. Kleine Miete, die ist da. Aber davon muss ich mal testen. Ich glaube, das werde ich mal gucken, ob ich es heute Abend mache. Beziehungsweise heute Nacht, besser gesagt, um 3 oder 4. Ja, um 3. Aber das Wochenende, da weiß man nie. Weil ich machen wollte. Ich wollte was nachgucken. Oh, das ist aber schon ein heftiger Blick, ne?
Sehr schönen Ausblick, da hier unten drauf. Auf die Stadt. Immer noch 4,7 Kilometer, Meilen. Ich wollte immer noch was nachgucken, weil ich werde hier immer wieder unterbrochen. Das ist aber auch schön, schön gemacht, finde ich. Was auch immer das wieder war. Wie spät haben wir es denn eigentlich? Okay. Wenn es gut wird, habe ich dann gleich 3, 4 Stunden so heute. Alerter Cutout. Muss ich mal darauf achten, weil wir das richtige Tempo fahren. Aber wir lassen erstmal ausrollen, wie es dann aussieht. Es rollt immer mächtig runter. Ich bin da gar nicht drauf geachtet. Das, ob sich da was ändert oder nicht. So pünktlich sind wir, glaube ich, zumindest auf alle Fälle. Geht noch weiter weg. Okay, gerade geht es kurz bergauf. Aber auch nur kurz. Okay. Wir sind im Geschwindigkeitsrausch. Also es ist halt jetzt Muskelmasse gebaut, ne? Also das Netz, dass man halt auch ein bisschen das Gefährt rollen lässt, dass man nicht direkt rausfliegt und dann entgleist und so weiter. Das haben wir doch schon ganz smooth gemacht, dass man, ne? Ich keine Ahnung, mit 10 Miles Power drüber dann direkt rausfliegt. Aber das ist auch eine gute Sicherheitsmaßnahme. Ich glaube, wir machen erstmal Leistungsregler auf dem Maximum, obwohl es wieder bergauf geht. Dann lassen wir es mal auf neutral. Denn die Geschwindigkeit, die werden wir definitiv verlieren wieder. Was gut ist. Aber es reicht nicht aus.
Ich weiß zwar jetzt nicht ganz genau, warum 15 Miles per Hour. Zumindest noch nicht. Obwohl, New York pennt, ne? Und die irdisch und so. Da weiß ich doch. Ist doch echt schön gemacht. Also jetzt nicht nur schön nachgebaut, sondern halt auch Real Talk und so. Aber dort können die ja auch die Spawn, die Amis. Wunderbar. Rechts entriegeln. Nochmal kurz rumgucken. Okay. Wahrscheinlich gibt es hier aber nicht so einen Plan oder sonst irgendwas. Was auch immer man alles finden kann. Ich habe für den ganzen anderen Sachen auch noch nichts gefunden. Also ich frage mich, warum ich jetzt hier gerade so ein bisschen rumgeier. Ich war, ja genau. Zielaufgabe erfüllt. Wir sitzen mittlerweile wie hier drin. Dann können wir jetzt aussteigen, indem wir uns jetzt hinsetzen. Und abschließen. Okay. Dabei erfüllt. Dreitausend insgesamt, okay. Wir hatten knapp 10.000, ne? Heißt das denn, dass für die Gesamtpunktzahl, dass sich das aufteilt, dass man dann so gesehen, dass sich das dann drittelt? Heißt, wenn ich 3.000 hätte, 1.000 hier, 1.000 da, 1.000 da? Wie? Kein Kommentar. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.